Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Pippi! Hey! Hey, du bist bestimmt der Handwerker. Ja, mein Name ist Lippi. Und wie heißt du? Und mein Name ist Didi. Komm doch mit rein. Ja, los, kommt! Wow, also das ist Didis Zuhause. Und heute werden ihr und ich hier etwas reparieren. Ich habe meinen Werkzeuggürtel und sogar meinen Werkzeugkasten. Okay, also es gibt drei Dinge, die wir heute reparieren. Das erste ist die Spüle. Ja, die Spüle ist kaputt. Sowas. Wir richten das. Die zweite Sache ist, wir reparieren Didis Auto. Und unser drittes Ding ist, wir reparieren Didis Fitnessgerät. Alles klar. Wir starten mit der Spüle. Okay, da sie nicht richtig funktioniert, sehen wir hier unten nach. Okay, das machen wir auf. Gehen runter. Okay, als erstes müssen wir das hier ausräumen. Okay, wir haben den gelben Reiniger, den stellen wir mal hier rüber. Und den roten Reiniger, okay. Violetten Reiniger, wow. Und dann grünen, okay. Blauen und orangen, meine zwei Lieblingsfarben. Wieso ist das da unten? Wieso hat Didi hier unten Dinosaurier? Und eine, Feuerwehr? Wow, Didi ist cool. Und dann, seht, hey, da bin sogar ich. Didi. Hallo. Und dann, eine Raupe. Wow, so farbenfroh. Na gut. Wow, cool. Seht euch das an. Das sind die ganzen Schläuche für die Spüle. Okay, also, dann werden wir das reparieren. Wir nehmen den Hammer. Anscheinend ist alles gut. Ja, komisch. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Wir nehmen unsere Zange. Ja, und wir drehen hier dran. Okay, ich glaube, die Zange hat geholfen. Na dann, testen wir es. Okay, hier ist der Moment der Wahrheit. Yeah, es geht wieder. Gut gemacht. Wow, wow, wow. Wow, das macht mir Spaß. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Nun reparieren wir noch mehr für Didi. Oh, sowas. Ja, Didis Auto ist kaputt. Wollen wir es zusammen reparieren? Ja, super. Wir nehmen unser Werkzeug und dann öffnen wir zuerst mal die Motorhaube. Okay, schon offen. Wow, seht mal das. Das ist ein schmutziger Motor. Wir sind aber nicht hier, um den Motor zu säubern, sondern um ihn fit zu machen. Okay, dann stelle ich das Werkzeug mal hier ab. Und zuerst nehmen wir mal unseren Hammer und überprüfen, ob die Zündkerzen auch richtig sitzen. Okay. Und als nächstes, okay, nehmen wir den Schraubenzieher für den Luftfilter dort hinten. Ja, der ist aber auch in Ordnung. Okay, wo liegt das Problem? Puh, ich habe eine Idee. Ja, das Öl. Okay, wir checken das Öl. Manchmal fahren Autos nicht, wenn nicht genug Öl in den Motor eingefüllt wurde. Also, wie sieht es aus? Ja, sieht nach wenig aus. Dann werden wir noch etwas Öl einfüllen. Alles klar, ich habe noch Öl im Auto. Hey, perfekt. Da ist Öl in dieser weißen Flasche. Also öffnen wir den Motoröldeckel hier. Und dann... seht euch das an. Perfekt. Oh, meine Hände sind schmutzig, weil auch der Motor schmutzig ist. Okay, seid ihr bereit?
Oh yeah! Guckt, wir befüllen nun das Auto mit Öl. Wow. Okay, das reicht. Jetzt ist es voll. Ich mache den Deckel wieder drauf. So. Okay. Oh, jetzt geht's. Und dann verschließen wir das Öl wieder und stellen es auf den Boden. Und nun eine letzte Sache. Seifenblasen für gute Fahrt. Okay. Oh. Super. Seifenblasen sind richtig magisch. Und sie bringen uns Glück. Also, dann schließen wir die Haube und werden sehen, ob das Auto jetzt fährt. Okay. Moment der Wahrheit. 1, 2, 3. Yeah! Gut gemacht! Das Auto fährt wieder. Okay, also, die Spüle ist fertig. Sie war dankbar. Und jetzt auch noch das Auto. Es wird sie so glücklich machen. Und jetzt ist noch das Fitnessgerät zu reparieren. Wow! Dies ist das Fitnessstudio, wo wir für Didi eines der Fitnessgeräte reparieren sollen. Ich liebe Fitnessstudios. Denn hier kann man Gewichte stemmen. Yeah! Und die Muskeln aufbauen. Und das, ja, macht deinen Körper richtig stark. Yeah! Das macht so viel Spaß. Was ist das? Sieht so aus, als sei das das Gerät, das wir reparieren sollen. Wow. Okay, stellen wir das hier unten ab und nehmen unseren Hammer. Ja, das... Perfekt! Yeah! Super! Und für da unten nehmen wir unsere Zange. Okay, da haben wir es. Gut gemacht. Perfekt. Das sieht schon viel besser aus. Das kommt zurück. Und wir nehmen den Schraubenzieher und sehen uns das da unten mal an. Okay. Gut. Okay. Hier, das ist es. Das muss doch hier rein. Perfekt. Die Inspektion läuft ziemlich gut. Und es sieht alles soweit normal aus. Jetzt nehmen wir den Schraubenschlüssel und... Wir haben's! Cool! Super! Okay! Es ist repariert! Für Didi! Gut gemacht! Wir sollten es testen! Okay! Yeah! Es geht richtig gut! Yeah! Ich liebe Training und Fitnessstudios! Man bleibt dadurch richtig fit! Und dann hat man ein schönes, glückliches, langes Leben. Wow! Es hat Spaß gemacht, mit euch all das zu reparieren. Lasst uns mal zusammenfassen, was wir gemacht haben. Das erste war, wir reparierten Didis Spüle. Das zweite war dann, wir reparierten Didis Auto. Und das dritte war, wir reparierten Didis Fitnessgerät. Gut gemacht. Und hey, viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Wisst ihr, wie man das buchstabiert? Ja, wir machen es zusammen. Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Bis demnächst. Bye-bye. Oh, hey. Ich bin's, Blippi. Seht doch mal, was wir hier haben. Wow, das ist eine Waage. Ja, man stellt etwas auf diese Seite und etwas anderes auf die andere. Oder auch viele Sachen. Und die Richtung, in die sie kippt, zeigt uns, was schwerer ist und was leichter ist. Okay, lasst uns ein leichtes Beispiel ausprobieren. Ich nehme die hier ab. Was denkt ihr, ist schwerer?
Und was denkt ihr ist leichter? Eine Feder? Bekitzelt. Oder ein Stein? Ja, ich wette, ja, der Stein wird jetzt hier schwerer sein als die Feder. Bereit? Ja, seht ihr, dass der Stein tiefer liegt? Ja, weil die Seite hier schwerer ist. Okay, ich habe noch eine Idee. Holen wir mal eine Menge an bunten Federn her. Wow! Ja, das sind viele Federn. Wow, und die Federn sind so richtig schön. Damit es gleich ist, müssen wir die Kiste auch auf der anderen Seite drauflegen. Okay, nun mal sehen, ob die ganzen Federn hier mehr oder weniger wiegen als der Stein. Bereit? Wow, der einzelne Stein ist schwerer als all die ganzen Federn. Wow, das ist so cool. Okay, ich lege den Stein darüber und das kommt wieder da drauf. Wow, wir müssen ordentlich und organisiert bleiben, weil wir all die Sachen hier wiegen wollen. Okay, alles klar. Hey, seht euch das an. Wisst ihr denn, was das für Früchte sind? Ja, das hier ist ein Apfel und das hier ist eine Orange. Lecker! Ich liebe Obst und ich liebe Gemüse. Okay, mal sehen. Ha, die wiegen ungefähr gleich viel. Also frage ich mich, was davon schwerer und was davon leichter sein wird. Bereit? 3, 2, 1. Wow, seht ihr das? Ja! Der Apfel ist schwerer. Wow. Und er ist größer. Aber das wird nicht immer der Fall sein. Wisst ihr noch? Ja, die Federn waren so groß. Und der Stein war so klein. Aber die Federn, ja, waren leichter als der Stein. Also geht es um die Dichte. Ja, mal sehen. Seht euch das an. Wow, das sind Würfel. Und die sind eigentlich ziemlich, wow, leicht. Wow, seht, die Waage hat sich bei einem Würfel kaum bewegt. Okay, machen wir das so. Okay, hier sind 4 auf der Seite. Obwohl, lieber nur 3. Okay, und die gleichen Würfel auf der Seite. Und zwar 5. Was denkt ihr, wird schwerer sein? Ja, ganz recht. 5 Würfel derselben Größe und desselben Gewichts sind schwerer als 3 Würfel mit selber Größe und Gewicht. Wow. Okay, na gut. Lasst uns wieder Sachen wiegen. Okay. Die Steine hier drauf, dann sammeln wir alle Federn ein und wir müssen jetzt alles aufräumen, ja? Perfekt. Die kommen darüber. Oh, die sind so süß und wirklich hübsch. Okay, na gut. Jetzt nehmen wir uns die Dinosaurier. Wow. Wir haben einen T-Rex. Wow. Okay, du kannst da drüben stehen. Wie wär's denn mit einem Nickerchen? Genau so. Und hier haben wir ein Triceratops. Wow! Wow! Okay, mal sehen, wer davon mehr wiegen wird. Das Gewicht der echten Dinos kenne ich natürlich nicht, nur das der Spielzeuge. Ja, der T-Rex ist schwerer als der Triceratops. Aber was ist, wenn wir einen Brontosaurus dazu nehmen? Okay, seid ihr bereit? Die sind definitiv schwerer. Okay, wir stellen sie beiseite. Okay, jetzt kommt ein Experiment. Okay, wir haben Reis und wir haben Wasser. Gut, füllen wir die gleiche Menge Reis in den Ballon im Vergleich zum Wasser. Genau die gleiche Menge. Sagen wir eine Vierteltasse voll. Und dann können wir sehen, was davon schwerer ist. Das heißt, was eine größere Dichte hat. Denn das wird jetzt gleich ungefähr... nein, das wird ganz genau gleich groß sein. Ja,
Denn eine Vierteltasse voll ist ja ein Volumen. Perfekt. Okay. Also manchmal kann das so verwirrend sein. Okay, eine Vierteltasse voll. Wir machen das Ganze richtig schön flach. Perfekt. Okay, oh, das muss ich mal abstellen. Ich muss erst den Ballon vorbereiten. Perfekt. Genau so. Wir benutzen den Trichter, sonst wird's eine riesige Sauerei. Okay, los geht's. Eine Vierteltasse. Und zubinden. Okay, jetzt kommt das Wasser. Okay. Und jetzt brauchen wir eine Vierteltasse mit Wasser. Wow. Nichts verschütten. Bereit? Ah, perfekt. Okay. Alles schön organisiert. Immer sauber machen. Okay, und jetzt zubinden. Okay, wir haben dasselbe Volumen abgefüllt. Eine Vierteltasse mit Reis und eine Vierteltasse mit Wasser. Und jetzt kommt der lustige Teil. Wir legen sie auf die Waage, um herauszufinden, was davon dichter ist. Was ist wohl schwerer? Bereit? Ja, der blaue war Reis. Wow, Reis ist wohl dichter als Wasser. Wow, wupp, 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 ping. Hey, wisst ihr, was noch richtig schwer ist? Ja, Baustellenfahrzeuge sind richtig schwer. Ja, wie dieser Bagger hier oder dieser Frontlader. Wow, dieser Bagger ist sogar schwerer als dieser Frontlader hier drüben. Wow, hey, ich habe eine Idee. Da wir von Gewicht reden und Maschinen sind richtig, richtig, richtig schwer, fällt mir gerade eine Maschine ein, die wirklich schwer ist, tief am Boden fährt und dabei alles aus dem Weg räumen kann. Wisst ihr, welche Maschine ich meine? Ja, seht euch mal die große Schaufel da vorne an. Ja, das ist ein Bulldozer. Hey, ich glaube, wir sollten uns jetzt das Bulldozer-Video ansehen. Ja! Bulldozer säubert das Land. Bulldozer schiebt den Schutt und den Sand. Bulldozer bauen Straße und Weg. Gleich geht's los, drum geht aus dem Weg. Was ein gelbes Kraftpaket, das in den Minen und Fabriken schafft. Verschiebt, was ihm im Wege steht. Bulldozers machen alles platt. Bulldozers helfen auf dem Feld. Sie brechen Felsen auf und graben Erde um. Mit ner Schaufel vorn dran und ner Kralle, die hält. Und planieren alles rund ums Haus herum. Wow, wow, die Raupe, die rollt. Bulldozer. Sie können sich fast überall bewegen. Können graben, schieben und was heben. Bulldozer säubert das Land. Bulldozer schiebt den Schutt und den Sand. Bulldozer bauen Straße und Weg. Gleich geht's los, drum geh aus dem Weg. Bulldozer säubert das Land. Bulldozer schiebt den Schutt und den Sand. Bulldozer bauen Straße und Weg. Gleich geht's los, drum geh aus dem Weg. Roll, roll, los, Bulldozer. Geh besser aus dem Weg, hier kommt der Bulldozer. Was ein gelbes Kraftpaket. Roll, roll, meh, Bulldozer. Geh besser aus dem Weg, hier kommt der Bulldozer. Was ein gelbes Kraftpaket. Wiem, wiem. Haha. Und die Klötze da rein. Ja, genau. Auf die andere Seite. Bumm und raus.
Alles klar. Noch zwei hier drüben auf die Seite. Mal sehen. Vielleicht ist es mit dem Stein schwer genug. Wow, das war auf jeden Fall schwer genug. Wow, es hat so viel Spaß gemacht, mit euch was über Gewicht zu lernen. Und über Bulldozer. Wow, diese Maschinen sind so schwer. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos sehen wollt, müsst ihr nur meinen Namen eingeben. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi! Gut gemacht! Okay, wir sehen uns! Bis bald! Okay, ich werde jetzt mal aufräumen. Blippi! Hey, ich bin's, Blippi! Ich saß gerade in diesem Pappkarton. Seht mal her! Wie ein Vogel! Ich habe hier so viele Pappkartons, aber was sollen wir nur damit machen? Ich habe eine Idee! Nehmen wir doch ein paar von den Kartons und bauen etwas daraus! Das wird so lustig! Oh, hey, wie geht's euch? Ich baue gerade ein Raumschiff aus diesen Pappkartons. Ich benutze die Schere ganz vorsichtig, um ein riesengroßes Fenster auszuschneiden. Wow, seht euch das an. Wow. Später kann ich mich da reinsetzen. Und dann können wir das Weltall erforschen. Ich bin so aufgeregt. Okay, weiter geht's. Also, jetzt, wo ich mein Fenster habe, kann ich den Pappkarton, nun, früher war es ein Karton, jetzt ein Raumschiff, aufstellen. Und seht ihr das? Das ist ein Viereck. Ja, aber eigentlich brauchen wir dafür ein Dreieck. Also, nehmen wir die Schere, ja, und mit der Aufsicht einer erwachsenen Person könnt ihr schneiden. Schön. Vorsichtig! Okay, eine Seite ist fertig. Jetzt machen wir die andere Seite. Los geht's! Seht euch das an! Das war mal ein Viereck, aber jetzt ist es ein Dreieck. Okay, jetzt das Klebeband. Und damit kleben wir die Spitze des Raumschiffes. Okay, es geht los. Das Klebeband. Ich ziehe ein großes Stück ab. Wow! Okay, nur ein kleiner Schnitt und okay. Los geht's. Wow! Oh, ich kleb's mal dahin. Ich liebe es, Dinge aus Pappkartons zu bauen. Man kann daraus so vieles machen und heute machen wir ein Raumschiff. Aber einmal habe ich einen Monster Truck gebaut. Ein anderes Mal einen Delfin. Und ich nannte den Delfin... wie war noch gleich der Name? Ich glaube, es war Dolphy. manchmal klebt das Klebeband, aber das ist okay, wir schaffen das. Okay, so ist's gut. Ein kleiner Schnitt, ha! Und dann kleben wir die andere Seite, ha! Wow! Und los geht's! Ich bin so aufgeregt wegen unserer Reise ins Weltall. Habt ihr in der Nacht schon mal die Sterne gesehen? Ja, so hell! Und der Mond? Ich liebe den Mond. Habt ihr schon bemerkt, dass manchmal der Mond ein Vollmond ist? Ja, manchmal ist er ein Halbmond und manchmal ein Neumond. Ja, okay. Jetzt drehen wir das einmal um und jetzt ist es Zeit, unser Raumschiff zu gestalten. Ich bin so aufgeregt. Das ist einer meiner Lieblingsparts. So, der erste Schritt der Gestaltung
ist, einen Plan zu machen. Legen wir dieses weiße Blatt Papier hier drüben hin und zeichnen das Raumschiff auf. Als allererstes müsst ihr einen Plan machen. Plant, wie das Raumschiff aussehen soll. Zeichnen wir das Raumschiff. Also, hier haben wir ein Trapez. Und dann haben wir ein großes Rechteck für den Körper des Raumschiffs. Und hier haben wir ein Dreieck für unsere Spitze. Wie immer möchte ich es ganz bunt haben. Als erstes nehmen wir etwas Orange. Perfekt, ich liebe Orange. Und dann noch etwas Blau. So, malen wir alles aus. Ich habe einen Plan. Später benutze ich farbiges Papier dafür. Ich werde diesen schwarzen Filzstift benutzen, um zu zeigen, dass hier Papier hinkommt. Das machen wir später. Na gut. Oh, wow, hier sind eine Menge Sterne. Also, lasst uns, ihr wisst schon, ein paar Sterne hier hinmalen. Ja, ich liebe Sterne. Denn wisst ihr, manchmal in der Nacht sieht man sie, wenn man hoch in den Himmel sieht und sie glitzern. Ja, etwa so. Funkel, funkel, kleiner Stern, ach, wie bist du mir so fern. Ah, ihr kennt das Lied. Ich mag das Lied auch. Oh, und gelb. Ja, das ist eine schöne Farbe. Wow, unser Raumschiff sieht so gut aus. Okay, ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee. Nehmen wir die Farbe Rot. Damit wird es schön bunt und schreiben meinen Namen. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B L I P P I Blippi. Perfekt. Okay, das ist der Plan. Es sieht aus, als könnte dieses Dreieck, die Spitze des Raumschiffs, ja, noch etwas Farbe gebrauchen. Malen wir es doch. Ja, blau an. Ich mag blau. Und wir haben hier eine Menge blaue Farbe. Wir können also einfach blaue Farbe für diesen Teil verwenden. Wow, perfekt. Wow, ich glaube, wenn wir dieses Raumschiff wirklich bauen, wird es richtig gut. Also, legen wir los. Okay, wie gesagt, zuerst müssen wir diese blauen und orangen Blätter nehmen und an die Seite kleben. Und zwar so. Wir nehmen den Klebestift. Ja, yep. Mit ganz viel Kleber auf die Rückseiten. Genau so. Okay, es sind zwei Blätter. Okay, hier ist eins. Und hier ist das zweite Blatt. Okay, das sind eins, zwei Blätter Papier. Und wir müssen noch zwei machen. Ja, das macht dann eins, zwei, drei, vier Blätter Papier. Ich trage hier drüben den Kleber auf. Also, jetzt haben wir vier Blätter. Eins, zwei, drei, vier. Ich klebe den Rest auf und dann sehen wir, wie viele wir insgesamt haben, wenn alle drauf sind, okay? Wow, seht, es fällt auseinander. Nun, manchmal, wenn Dinge kaputt gehen, muss man sie reparieren. Okay, so wird's gehen. Und wenn sie repariert ist, können wir alle Blätter zählen. Gut? So, nehmen wir unser Klebeband. Okay, jetzt ist der Raketenantrieb schon fertig. Yep, weiter geht's. Okay, jetzt können wir alle bunten Blätter zählen. Ja, die blauen und die orangen Blätter. Das sind meine beiden Lieblingsfarben. Okay, das sind eins, zwei und drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
Oh, 8 Blätter Papier. Gut gemacht. Okay, was war sonst noch auf unserem Blatt Papier hier drüben mit den ersten Plänen für unser Raumschiff, das in den Weltraum fliegen soll? Wir hatten Sterne. Erinnert ihr euch? Wir hatten noch gelbe Sterne. Und noch ein gelber Stern. Noch ein gelber Stern. Wow. Sie sind so hell. Und sie funkeln. Genau wie die echten. Gut, kleben wir noch ein paar blaue Sterne auf. Fällt euch denn etwas ein, das die Farbe blau hat? Mein Hemd! Oder was ist mit dem riesigen, weiten, blauen Ozean? Ja, hier ist noch ein blauer Stern. So ist's gut. Und wie wär's mit einem lila Stern? Ja, ich mag die Farbe lila. Genau da. Und ganz zum Schluss noch ein lila Stern. Genau hier. Perfekt. Das ist wirklich so cool. Okay, ihr erinnert euch sicher, dass wir meinen Namen schreiben müssen, weil das auf dem Plan steht. Aber bevor wir das machen, ist noch die Spitze des Raumschiffes dran. Wisst ihr denn noch, welche Farbe sie haben sollte? Ja, die Farbe blau. Okay, nehmen wir etwas blaue Farbe. Und meine Farbpalette. Ich bin ein Künstler. Jetzt nehmen wir den Farbpinsel. Ich liebe malen. Okay, drücken wir etwas blaue Farbe hier rauf. Oh, wow. Wow. Wow! Das macht so viel Spaß. Okay, noch etwas abklopfen. Malen wir ein bisschen. Noch mehr? Wow! Das ist so ein blaues Blau. Wow! 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 Und noch mehr! Habt ihr denn schon mal mit Farben gemalt? Das macht echt Spaß. Ihr könnt einen Pinsel nehmen oder ihr könnt sogar mit euren Fingern etwas malen. Das machen wir heute nicht, aber die Art zu malen nennt man Fingermalen. Weiter geht's. Wie sieht das aus? Gefällt es euch? Ja, mir auch. Okay, packen wir das weg. Wir müssen alles sauber und ordentlich halten. So ist's gut. Und erinnert ihr euch, was wir als letztes noch tun müssen? Wir müssen einen Namen schreiben. Oh ja, meinen Namen, Blippi. Buchstabieren wir ihn zusammen? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Wisst ihr noch, welche Farbe? Ja, die Farbe Rot. Okay, gut. Nehmen wir einen neuen Pinsel dafür. Es ist wichtig, die Farben nicht zu vermischen. Das Rot und das Blau. Denn dann wäre es gar nicht mehr rot und auch nicht mehr blau. Wisst ihr, welche Farbe entsteht, wenn ihr Blau mit Rot mischt? Ja, lila! Aber wir lassen sie getrennt. So, drehen wir den Deckel ab. Oh, hier ist so viel Farbe drin. Und ich benutze gerne viel Farbe. Wow! Jetzt geht's los. Wow, etwas mehr. Okay, das reicht. Okay, Moment. Bevor wir es bemalen, sollten wir es seitwärts hinlegen. Denn wir müssen meinen Namen schreiben. Der ist seitwärts. Ja, so geht's. Ganz einfach. So schreiben wir seitwärts. Okay, nehmen wir unseren Pinsel und dann schreiben wir den Buchstaben B.
genau hier. Okay, nach dem Buchstaben B kommt als nächstes der Buchstabe L. Ja, genau so. Der dritte Buchstabe ist ein I. Bereit? Okay, weiter geht's. B-L-I. Ihr kennt den nächsten Buchstaben. Ein P, ja. B-L-I-P. Okay. B-L-I-P-P. Ja, und weiter geht's. Okay, ein letzter Buchstabe. B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Das war's. Wir sind fertig mit dem Raumschiff und jetzt müssen wir einsteigen. Oh nein! Seht ihr, was ich getan habe? Wir sind so dusselig! Seht euch das an! Das Fenster ist da unten! Ja! Das heißt, wir müssen es so herumdrehen. Seht ihr? Und jetzt steht mein Name auf dem Kopf! Aber das macht nichts. Wir fliegen doch in das Weltall in diesem neuen Raumschiff aus Karton. Ich bin so aufgeregt mit meinem Namen auf dem Kopf. So albern. Seid ihr bereit? Ich bin's, ganz sicher. Es geht los. Wow! 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 Wuhu! Hey, ich liebe das Weltall. Ihr wart eine große Hilfe beim Raumschiff bauen. Jetzt, wo wir im Weltall sind, sollten wir unser Sonnensystem erforschen und alles darüber lernen. Okay, los geht's. Wow! 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 Seht euch das an. Das ist unsere Sonne. Und ihr Name ist Sonne. Wie einfallsreich! Unsere Sonne spendet das Licht in unserem Sonnensystem. Das Licht braucht 8 Minuten, bis es von der Sonne zu unserem Planeten Erde gelangt. Und die Sonne ist so riesig, dass 1,3 Millionen Erden in sie hineinpassen würden. Wow, das sind viele Erden. Es geht los! Wow! Wow! Im Weltall zu sein macht echt Spaß! Oh, seht euch den Planeten an! Der Planet heißt Merkur. Wow, der Planet ist ziemlich felsig. Und es gibt sehr viele Krater darauf. Und da er der nächstliegende Planet an der Sonne ist, ist eine Umdrehung um die Sonne tatsächlich super schnell. Das sind nur etwa 88 Tage auf der Erde. Merkur ist der Wahnsinn! Wuhu! Wuhu! Yeah! Wuhu! Jetzt sind wir bei einem anderen Planeten. Seht euch den mal an. Der Planet ist der Planet Venus. Und der ist so heiß. Er ist der heißeste Planet. Wuhu! Es wird ziemlich heiß hier drin. Auf dem Planeten gibt es ganz viele Vulkane auf der Oberfläche. Und er ist auch ziemlich hell. Wenn ihr in den Himmel seht, also von unserem Planeten Erde, könnt ihr ihn tatsächlich sehen, ohne ein Teleskop. Wow. Weiter geht's. Wow. Das war der Wahnsinn. Wow. Seid ihr das etwa da unten? Ich glaube, ich sehe euch. Hey, das ist der Planet Erde. Da leben ihr und ich. Wow, was für ein schöner Planet. Da gibt es Wasser, ganz viel. Und eine Menge Bäume und Berge. Wow, und unser Planet Erde? Ja, wir haben einen Mond. Fliegen wir dahin. Wow, wow, hey Mond. Vielen Dank, dass du uns in der Nacht Licht spendest. Noch ein Planet.
Yeah! Der Planet ist der Planet Mars. Er hat gleich zwei Monde. Wow, was für ein Glücksplanet. Nun, wir haben tatsächlich Roboter und Rover raufgeschickt. Das ist abgefahren. Wir Menschen sind aber noch nicht selbst auf dem Mars gelandet. Aber vielleicht irgendwann bald. Vielleicht seid ihr ja die Astronauten. Yeah, weiter geht's. Wuhu! Wow! Der Asteroidengürtel war so krass. Wow, seht euch das an. Das ist der Planet Jupiter. Er ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Und seht ihr den Punkt, den großen roten? Das ist ein Sturm. Wow, das ist ein großer Sturm. Und Jupiter hat sehr viele Monde. 79. Das ist verrückt. Wow. Wow. Bis später, Jupiter. Hallo, Saturn. Seht's euch an. Das ist der Planet Saturn. Wow, was ist das? Das sind die Ringe des Saturns. Wow, es gibt so viel Staub, Eis und Steine, die zusammen diese großen Ringe bilden. Wow, was für ein cooler Planet. Alles klar, Saturn, wir sehen uns. Bis bald. Oh, seht mal, noch ein Planet. Das ist Uranus. Ja, was für ein cooler Planet. Wow, der sieht irgendwie blau aus, hä? Ja, das liegt daran, dass es da so viel Eis gibt. Er ist bekannt als der große Eisplanet. Wow, er hat 13 Ringe und 27 Monde. Okay, bis später, Uranus. Tschüss. Yeah, das macht so viel Spaß. Wow, seht euch mal den Planeten an. Dieser Planet ist der Planet Neptun. Es ist so dunkel, kalt und windig auf dem Planeten. Oh, lasst uns hier verschwinden. Wow! Wow! Wuhu! Der letzte Planet unseres Sonnensystems. Seht ihn euch an, er ist echt klein. Das ist Pluto. Weil er so klein ist, nennt man ihn Zwergplanet. Wow, es ist ziemlich kalt. Ich liebe Pluto. Aber es ist wirklich sehr kalt hier draußen. Drehen wir um und zählen alle unsere Planeten. Sollen wir? Woohoo! Yay! Wow! Hallo, ich stehe auf dem Kopf. Aber seht euch nur meinen Namen an. Wow! Es hat so viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam etwas über alle Planeten in unserem Sonnensystem zu lernen. Hey, ich finde, wir sollten sie zusammen zählen. Okay, die Sonne ist kein Planet, also zählen wir die Planeten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, Moment mal. 8, 9? Ach, wer weiß. Manche Menschen sagen, Pluto ist kein Planet, aber ich weiß es nicht. Das weiß nur der Himmel oder das Weltall. So albern. 8 oder 9, belassen wir es dabei. Okay, jetzt die Namen von den Planeten. Bereit? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Wow! Gut gemacht. Okay, nun, ich sollte mich so langsam mal auf den Weg machen. Vielleicht werden wir eines Tages ein anderes Sonnensystem erkunden, wer weiß. Okay, wir sehen uns wieder. Bye, bye. Wow.